Ladebildschirm. So. Eigentlich wird es ja jetzt doch Sinn machen, wenn ich erstmal wieder zurückreite. All dieweil ich jetzt schon wieder zwei Tränke übereinander habe. Das ist eigentlich ziemlich witzlos. Ich weiß auch gar nicht, ob das dann überhaupt was bringt. Also das Spiel, dass das das überhaupt, also dass es nicht überschreibt, finde ich schon mal merkwürdig. Aber naja. Ja. Und vor allen Dingen mal die ganzen Monstis ein bisschen durchmischen. Durchmischen. Mischen. Schlimm, schlimm. Dass man von allem Ebbes dabei ist. Von allem Ebbes. Am besten die Schwächsten. Das Problem ist, ich mag die Schwächsten nicht. Die Schwächsten nicht. Deswegen sind die auch so schwach, weil ich die nicht so oft mitnehme. Okay, bis auf dich. Dich mag ich. Dich mag ich auch. Dich kann ich auch gebrauchen. Und ab dann. Ja, okay, weiser Monoplus. Komm, kommst halt mit. Jo. Lass du auch mal ein bisschen leveln. Gut, keiner da. Ja, neue Eier habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Die Waffen hatte ich ja doch tatsächlich durchmischt. Ja, jawohl, Gönne. Die habe ich nach Stärke habe ich die mir gezockt. Ja, warte mal auf. Erstmal gucken, ob ich vielleicht noch irgendwas an Quests abgeben kann, ohne es gemerkt zu haben. Weiß ja nicht. Oh ja, doch. Ja, ich werde es jetzt auch wieder lassen, damit ich später, falls ich tatsächlich doch nochmal irgendwelche Quests mache, damit ich dann weiß, welche ich tatsächlich noch nie gemacht habe. Kann von mir aus, kann sich das jetzt ein bisschen hier von alleine wieder zusammensammeln. Ich habe ja die ganzen Quests sozusagen auch jetzt nur wieder abgegeben, damit ich von meinen Items ein bisschen was wegkriege. Wie war das? Ah, Moment. Objekte. Hier habe ich, bevor ich jetzt wieder aus Versehen der heißen Nebel nehme, kühlender Nebel. Ach, du bist wieder da. Und trotzdem habe ich auf meiner Liste deinen Kopf schon abgehakt. Das ist aber gut. Ich dachte schon, es wäre dann tatsächlich ein bisschen problematisch, wenn alles andere weg ist. Mist, was bist denn du nochmal? Fängst du mit? Du hast erst später Technik. Weiß jetzt gar nicht. Fängt der mit? Fängt der überhaupt mit Kraft an? Tatsache. Ja, ich sehe, dass ich schnell Finish machen könnte. Will ich aber nicht. Ich will noch ein bisschen abhaken hier. So, hier kloppe ich jetzt auch noch ein bisschen den Kopf ab.
Kopf war's und Schwanz war's. Körper kann ich vernachlässigen. Splunch. Jetzt macht er, glaube ich, Technik. Ne, Moment, wenn er Technik-Siegel macht, bedeutet es ja, dass er dafür sorgt, dass ich keine Technik-Attacke mache. Dann macht er wahrscheinlich Geschwindigkeit, ne? Abgebrochen! Kann ich denn jetzt auch den Schwanz kloppen? Die Fäuste. Noch ein bisschen abhaken, abhaken, abhaken. Na, ich kann da doch nicht widerstehen. Geht nicht. Jetzt sein Schwanz geditscht. Wo ist der Schwanz? Das mit den Augen ist schon cool, ne? Ja, die haben sich so richtig coole Ideen einfallen lassen. Sehr, sehr vielseitig. So. Macht er wieder Kraft? Uff, der Schweif. Jawoll. Noch ein bisschen, Leute. Nicht auf der Körper. Mann, 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 Mann. Alles muss man selber machen hier. So Leute, wie geht's uns? Wie geht es uns? Oh, sehr gut sogar. Sehr gut sogar. Könnte nicht besser gehen. Sehr schön. Achso, ich habe ja immer noch kein Monsti, das über Lava latschen kann, ne? Achso, Quatsch, da komme ich ja hier. Ah, gehen wir mal Kratos weiter. Pass auf. Wir haben ja hier, ne? Tarnkappenbomber.
Hallo. Du bist aber keine Wüstenseltas, ne? Du bist irgendwas anderes. Und mich hat Kleinkram erwischt. Ich wollte die eigentlich jetzt von hinten angraben. Aber die Vorhut hat mich doch erkannt. Also die Kleinen, da muss man mit Kraft drauf klatschen. Die Große greift, glaube ich, zuerst mit Kraft an. Macht erst später irgendwas mit Technik. Mein ich. Und keiner hilft. Toll. Nee, ich brauch Unterstützung. Ah, von mir aus der Pupsi. Darf der auch mal ein bisschen hier Dampf ablassen. Rennen wir wenigstens gemeinsam drauf, dann kriege ich keine Punkte abgezogen. Ach, ich habe mir einen lecker Joghurt-Drink gemacht. Hab's Eis einfach in den Joghurt reingekippt. Ein bisschen Milch dazu. Das erfrischt. Und es ist nicht so sausüß. Flatulenza. Die macht auch Flatulenza. Eine Pups, eine Krabbe. Der Killerquetscher macht mein Äffchen. Macht die jetzt einen Kraftangriff oder macht die einen Technikangriff? Ich würde auf Kraft tippen, weil ich hoffe, dass es Kraft ist. Dann habe ich wenigstens den Ruffy, der mir da zur Seite eilt. Ansonsten... Ja, geil. Habe ich gewusst. Absolut, na, es ist was so sonnenklar. Nee. So, jo, das ist, ja, komm hier, wir können reiten. Ich wollte eigentlich noch mit dem Messer da irgendwas abklöpfeln, aber so viel werden wir ja hoffentlich da nicht abziehen, dass sie gleich umfällt. Und wenn nicht, gehen wir nochmal zurück, speichern und gehen nochmal rein, wird ja alles, jo, wird ja alles gelistet. Der Kuschelmuschel hat sie geschubst. Yeah.
nach Hyperatem. Hyperatem kommt, glaube ich, eine Technikattacke. Ich weiß nicht, war das nicht, wo sie da so blubbert? Das sieht aus wie Sabbern, aber sie blubbert irgendwie mehr. Ist das andere Objekt, wo ich mit dem Messer dran rumschnitzen müsste, ist wahrscheinlich schon hinüber. So. Achso, die wird immer noch überatmen. Okay, sie hat mich im Visier. Das ist ungünstig. Ah, er heilt. Och, wunderbar. Macht sie jetzt wieder eine normale Kraftattacke? Ich hoffe doch. Ich hoffe es sehr, weil dann könnte Ruffy und ich wieder gemeinsam. Nein! Scheibenkleister! Müffelatem! Aber Ruffy hilft mir. Noch ein Stück. Nein, echt jetzt? Aber jetzt. Gut. Oh, okay, wollte gerade sagen. Achso, das Gift, genau, das Gift war's. Das Gift hat das letzte bisschen rum über die Klippe geschubst. So, wie geht es? Geht so. Trank reicht sogar. Ach Gott, hätte auch Kraut gereicht, glaube ich. Ja. Naja, wurscht. Ach ja, das Herz. So, Stratus, da ist was. Da komme ich doch her, oder? Nee. Da ist noch einer. Ein Klabenuss. Ist da irgendwo ein Nest? Also, Nest von Klabenuss. Hier geht's nicht weiter. Hui, 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 hui. Das war. Habt ihr doch Betriebsversammlung oder was geht hier ab? Willst du mich veräppeln? Zwei Stück von euch hier so gleichzeitig oder was? Nee, ne? Ernsthaft? Das wäre ja krass. Das wäre ja fett. Krass. Ja, holla die Waldfee.
Ach, ich könnte schnell Finish machen. Nein. Ernsthaft. Na gut, dann tun ich dich doch noch kurz anschnipseln und dann verpissen wir uns. Weil mit euch zwei gleichzeitig lege ich mich jetzt echt nicht an, also wäre ich ja bescheuert. Sorry, aber Oh. Und tschüss. Geht wieder gut. Geht wieder gut. Ach, ich war da gar nicht mal getan. Habe ich gar nicht gemerkt. Redder einfach durch die Gegend. So, könnte ich eigentlich schnell... Ach Mist, ich habe ganz vergessen zu gucken. Ich bräuchte bestimmt noch Bauch, jede Menge Bauch und ich glaube Beine, aber beim Kopf, da müsste ich mindestens 5 müsste ich jetzt glaube ich haben. Weiß ich jetzt nicht. Passt er nicht wunderschön zum Interieur hier? Ist er nicht bildhübsch? Habe ich gar nicht aufgepasst. Was war der jetzt nochmal? Der war Schnelligkeit, oder? Oder war der Kraft? Ist eigentlich ziemlich egal, was der ist, weil ich krieg so oder so eine auf die Map, wenn ich alleine gegen ihn renne. So, Verzeihung. Kalter Tee und Joghurt trink. Also geile Mischung. Oh, ja.
Scheibengleister war überhaupt Schwanz gefragt? Waren es nicht Beine? Kopf, Bauch, Beine? Nee, ich glaube, es war Schwanz, oder? Scheibengleister. Habe ich das gehört? Muss ich mal gucken. Ich muss mal wissen, was ich hier tue. Nein, warum denn? Ist doch viel interessanter, wenn man nicht weiß, was man tut. Geht mein Monster wieder fremd. Sä. Weißt ja auch, was die Stunde geschlagen hat, wenn deine Miezekatze so auf dich zugerobbt kommt. Da war es die falsche Katzenfutterdose. Nee, heute kein Thunfisch. Rutsch. Ja, eigentlich könnte ich ja schon jetzt eine Schnellfinish machen, ne? Aber das bisschen da, ne? Komm, ein bisschen. Das Gift wird's richten, oder? Jawohl. Pferdchen. Okay, hier ist ein bisschen. Da komme ich nicht ran, oder? Nee, da müsste ich hier unten drunter durch für Lala. Wie geht's uns? So. Geht so. Da kam ich her. Ja, dann. Ah, was war es jetzt? Bauch, Schwanz, also Kopf auf jeden Fall schon erledigt. Wenn der
der alleine ist, nur den kleinen Kram da dabei hat, dann geht das. Wenn er eine Riesenkrabbe dabei hat, dann hätte ich da schon ein bisschen Probleme. Er ist Kraft, soweit ich weiß. Aber die Kleinen da, die müssen noch gematscht werden. Bevor wir an den Großen rangehen. Schon zu spät. Es war jetzt der Schwanz, ne? Es waren nicht Beine, oder? Verdammt. Hat der mich im Visier oder hat der mein Monster im Visier? Wenn er mich im Visier hätte, hätte ich es doch gesehen. Ne? Er hat gar nichts getan, einfach wahrscheinlich. Ja, doch nicht. Der wollte wahrscheinlich schon diesen komischen Rütteltanz machen oder so, ne? Okay, du hast mich im Visier, das ist ungünstig. Kopf, Bauch, Beine. Ne, warte, Bauch. Vom Bauch brauchen wir. Heute habe ich die Klimaerwärmung, habe ich tatsächlich nutzen können, ohne damit ich meinen Ofen nicht benutzen muss. Ich habe meine Pizza auf dem Backblech auftauen lassen und habe eine Glasschüssel drüber getan, damit die Raben hier nicht mehr Mittagessen klauen. Und habe dann einfach meine selbstgemachte Pizza, also was heißt Pizza? Das ist bei mir ja mit Schmand drauf und Frühstücksspeck und Zwiebeln ist ja eher so ein Flammkuchen-Ding. Nur halt der falsche Teig sozusagen. Ich mache da lieber Pizzateig drunter. So. Hilft mir jetzt kein Mensch. Schön. Gut, dann halt nicht. Und es wurde tatsächlich warm genug. Also es war eigentlich so, als hätte ich es in der Pfanne heiß werden lassen oder im Ofen auf kleiner Stufe. Es war tatsächlich heiß genug. Durch die Glasschüssel war es richtig angenehm. Also gut, ich hätte auch kalte Pizza gegessen. Das habe ich auch schon mal getan. Ne? Man tut ja Dinge, wenn man jung und faul ist. Frühstückspizza. Wer kennt das nicht? Nee, bei uns im Pizzeria, die Pizza ist richtig gut. Die ist richtig, richtig lecker. Muss ich ganz ehrlich sagen, da. Die ist wirklich bombisch. Genauso ist es aber auch bei unserem. Ja gut, wenn dann egal, Beine. Bei unserem China-Thai-Imbiss. Das ist auch richtig, richtig gut. Und unsere. Na gut, da war ich schon ewig nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob es den Imbiss überhaupt noch gibt. Unsere Currywurst. Weil die machen nämlich Schaschlik-Soße. Richtig geile Schaschlik-Soße haben die. Und da machen die über die Currywurst zwar auch ein bisschen Currypulver. Und auch so ein Spritzer Ketchup. Aber tatsächlich richtig geile Schaschlik-Soße noch. Also, da ist es geradezu Pflicht, einen halben Weg. Also bei uns gibt es Doppelweg. Das sind so 50 Gramm Weg sind das.
Und da ist es richtig Pflicht, so einen dabei zu haben, damit man die ganze Soße am Ende auftunken kann, damit kein Tropfen verschwindet. Ach, das ist so lecker. Und nicht so wie dieses, was man so im Fernsehen sieht, so Ketchup, Currypulver und da. Also das ist, nee. Sowas, nein. Ich weiß gar nicht, was macht der jetzt eigentlich? Macht der jetzt Geschwindigkeit? Scheint, der ist eigentlich gar nicht aufgepasst vor lauter Quatschen. Wie immer. Nee, keine Ahnung. Wenn, ist es eh die falsche Waffe? Die gehen alle auf den Kopf. Das kostet Schmerz. Standfeste Pose. Nichts genutzt. Doch? Nein, echt jetzt. Oh Gott, das bisschen da. Das. Okay. Schwanz. Bauch und Schwanz. Dumm die dumm. Okay, von dir kriege ich auf jeden Fall einen Schwanz. Bauch weiß ich nicht. Ich glaube, Körper ist bei dir auch nur der Fall, glaube ich. Glaube ich. Das war schon echt mal, war schon Krafter? Der ist schon wieder am Klingen schärfen. Nehmen wir mal dich. Ich hab vergessen, das Herz aufzudingsen. Körperschwanz. Oh, klasse. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Gegen was ist denn der? Wahrscheinlich Wasser, ne? Würde ich doch mal vermuten. Gegen Wasser wird der wahrscheinlich empfindlich sein. Ja. Zwar nur 66 Punkte, aber ihm ist es die richtige Waffe.
lächerliche 67 Punkte. Wer es mal so weit aufreißt, ne? So. Ich gehe mal davon aus, der macht jetzt halt nicht mehr Kraftattacke, der macht jetzt was anderes. Kann der was anderes? Nee, ne? Oh, Eisaura. Obwohl, ich glaube, mein Eisvieh ist bestimmt gegen Feuer allergisch. Das war vielleicht gar nicht so eine gute Idee. Oh ja. Hat doch ein bisschen was abgezogen. So. Jo. Gut, dann nehmen wir den weg. Er ist. Oh, doch nicht. Schwachpunkt Eis. Ich dachte, er hatte die andere Spinne, ist schwach gegen Feuer. Was ja auch Sinn macht, ne? Bei so einer Arachnoiden-Gestalt. Ist er wieder stinkig, der Schival. Abgebrochen. 280. Einfach mal so wusch. Einfach nur mal wusch. Körper zählt nicht als Bauch, würde ich mal vermuten. Aber es ist eigentlich auch relativ schnurz. Weil. Kopf haben wir genug. Obwohl, ja, bricht eh gleich ab, ja. Aber mein Hammer ist sehr gut gegen seinen Körper. Oh, bitte so. Okay. Huch. Auch nur ein B. Irgendwas. Ah ja, da unten ist einer am Brennen. Und wir brauchen Herz. So, wie ist, renne ich denn hier eigentlich rum? Ich meine, ich muss ja nur Teile abbrechen, ne? Hier ist ja nicht wirklich irgendwo ein Nest oder was Besonderes oder eine Sackgasse, wo dann so richtig geil episch endet. Es ist einfach nur Rumrennerei, Sucherei für Dinge. Ey, schon wieder zwei von denen. Nö. Ihr kriegt auch wieder einen Schnellfinish. Also da ist das Hühnchen wäre mit Schwanz, aber ansonsten wäre doch keiner mit Bauch, oder? Doch. Du tatsächlich. Doch. Ach, ihr habt gar keinen Schwanz. Ich dachte, du hättest dann wenigstens... Nee, bei dir sind auch die Beine. Ist ja auch witzig, ne? Mein Monsti ist ein Geschwindigkeitsvieh. Was macht er? Er macht Kraft gegen ein Krafttier. Mhm. Alles klar. Nehmen wir mal dich. Ach, der ist auch noch dabei.
mir gar nicht aufgefallen. Oh. Unschön. Ach Gott, vor lauter Viehkram und sieh schon gar nichts mehr. Wo, wie, wann, wo's. Das Hühnchen ist gegen mich aktiv. Mein Pferdchen ist leider von dem kleinen Stinkmorchelvieh da anvisiert. Nehmen wir mal dich. Kümmer du dich mal bitte um Durchbruchschlag, tödlicher Hornsturm. Ja, kümmer du dich mal bitte um das Vieh. Und ich habe hier jetzt Problem. Okay, Ruffy würde mir helfen, dafür kriegt mich die Krabbe. Nee, er wird mir doch nicht helfen. Er hat nicht gewusst, wo er hin soll. Ach, er wollte Krabben grillen. Also ich sagte ja, wenn ich da jetzt so zwei Bäuche aufgeschlossen habe, dann mache ich schnell Finish, weil... Bin ich nicht aufgefasst. Mit was greift denn die Krabbe an? Ach, ich habe die ganze Zeit den Bogen, ich Depp. Also kein Wunder, dass ich bei dem Hühnchen nichts abziehe. Ich dachte, ich hätte den Hammer in der Hand, die Stussel. Okay, da hilft mir jetzt wieder keiner. Ich hoffe, jetzt hilft er mir.
Scheren zusammenklopft, als würde sie sich so Hände klatschen und freuen. Ja, gleich geht's los. In meinem Eis sind Walnussstückchen drin. Die sind ja so ein bisschen aufgeweicht. Deswegen knirsche ich gerade ein bisschen. So, der hat mich im Visier. Nee, der ist wichtiger. Weißt du was? Ich pfeife auf deinen Bauch. Heidi, weil ich bin ja schließlich nicht bescheuert. Also nicht so voll bescheuert. Ach, eine S-Wertung. Hm, alles klar. Es war Mist. Das war Mist hoch 3 und da gibst du mir eine S-Wertung. Also. Nee. Nee, einfach nee. Du hast ein Bäuchlein. Aber du bist ja noch nicht mal ein Glabenus. Ein Gravius, du bist ein Barius. Nee, Basarius. Du fängst mit Technik an. Kopf, Flügel, Bauch und Schwanz. Zuerst mal einen Bauch ins Visier. Mit ein bisschen Feuervogel und mit einem Wasserhammer bist du jetzt ein bisschen breit gekloppt. Der ist richtig schön den Magengrube eingedrückt. Also jetzt weiß ich schon gar nicht. Wird er jetzt schnell oder wird er... Wird er kräftig? Ja gut, kann mir ja egal sein. Er macht jetzt ja nichts gegen mich. Yeah.
Ja, gut, verkehrt. Ja, ja, egal. Die Waffe ist halt stark. Komm, das wird hoffentlich. Ja, genau. Sei es drum. Was denn? Obwohl, wenn ich die richtige Waffe genommen hätte, hätte ich vielleicht dieses Teil auch noch abgebrochen. Dann hätte ich die S-Wertung. Unterstelle ich mir jetzt einfach mal so. So, wie viel haben wir da noch? Ein Bäuchlein und ein Schwänzchen. Gut. Dann mal zurücklatschen. Steht da und sagt nichts. Ah, wunderbar. Du hast noch ein Bäuchlein. Hast zwar keinen Schwanz, sondern du hast Beine, aber immerhin bist du alleine. Ja, die kleinen Kram dort erzählt nicht. Der ist zwar nervig und lästig, aber erzählt nicht. Das sind ja gar keine Krabben. Ich weiß gar nicht, was sind die? Dann sind die Geschwindigkeitsscheinwerfer. Krabben wären ja dann Techniker gewesen, aber die kleinen Viecher da, weiß ich jetzt gar nicht. Da steht Schwanzfeger. Hat aber keinen Schwanz. Hat nur Beine, sagt sie. Tut sie. Meint sie. Wie heilendes Extrakt? Was soll das? Moment, wo? Aua, aua. So haben wir jetzt aber nicht gewettet, ne? Also nicht gewettet haben wir hier. Das, warum krieg ich jetzt bitte schön hier Punkte abgezogen? Ich habe den noch nicht mal berührt. Ich schieß hier mit Bogen. Wo der hinschlägt. So klein ist das Vieh. Es wäre jetzt nett, wenn mir jemand beistehen würde. Also meine Spinne würde mir wahrscheinlich beistehen, oder? Nein, warum denn? Nein. Das kann ich ganz alleine. Ja, ist klar. Ist klar.
Es spinnt, ihr kriegt heute keinen Nachtisch. So, kann ich mich jetzt nicht... Ah ja, wunderbar, ich werde geheilt. Geheilt werde ich. Geheilt. Roundabout Schwanz oder was hier? Vergiftet. Ich weiß zwar nicht, ob ich das weiß, mir egal. Wir setzen das mal auf unsere Rechnung. Ist doch wurscht, wer es war. So, toll. Wieder keiner, der hilft. Macht der jetzt überhaupt eine Geschwindigkeitsattacke? Wenn nicht, dann... ist auch wurscht, ne? Hilfst du der Mama? Sei mal nett. Nein, ist egal. Ach, Kraftangriff. Da bin ich eh unterlegen. Lass mal, Spinnchen war doch brav. Achso, der Bauch ist ja jetzt. Nee, doch nicht. Irgendwas anderes ist aufgeschnitzt. Nur am Durchtauschen eben. Sieh, das Bäuchlein kraulen. Oh oh, Hyperatem. Das heißt, wir kriegen gleich wieder die Spauze über. Und dann sind wir eher platt, als dass wir den Bauch aufgeschlitzt kriegen. Oh, Scheibenkleister. Ja, egal. Da habe ich halt Doppeltrank jetzt bekommen, ist aber wurscht. Macht nichts. Hauptsache ein Herzchen, weil wenn der jetzt die Glorie ja durch die Gegend rotzt. Und dann kriegen wir vielleicht zwei Herzen auf einmal abgezogen. Nee, war nur ein Herz. Aber, ne, es hätte. Besser ist es. So, hier, ne? Wunderbar. Jetzt können wir von mir aus den Sack zumachen. Er sagt Kondamandaron in einem ganz anderen Akzent oder mit einer ganz anderen Betonung. Könnte ein Hinweis darauf sein, dass Kondamandaron Reverto anscheinend kein Japaner ist. Also zumindest kam er mir auch in der Serie so vor, als wäre es keiner. Ich fand das schon ganz putzig gemacht. So. Du warst doch am Brennen, oder? Ach nee, das war gar nicht am Brennen. Das war einfach nur, weil er so wenig Punkte hatte. Die Herzen, die habe ich ewig und drei Tage gesammelt. Deswegen habe ich so wahnsinnig viel, weil ich gar nicht wusste, für was das ist. Die Shuri. Nee, wie heißen die Dinger? Herz-Shuro. Oder Herz-Kuro. Keine Ahnung. Kurier. So. Was haben wir denn? Hier haben wir noch ein bisschen was. Und.
Der müsste auch noch ein Schwänzchen haben, oder? Der riesen Stingi da. So, bevor ich da jetzt wieder ins offene Messer lauf. Was machst du jetzt nochmal? Wo sind sie denn, die Drachen? Ja, wo sind sie denn? Da ist er. Empfindlich gegenüber Wasser. So, da steht's ja. Kraft. Ein Krafti. Jo. Gut. Oh, mein Nagakuga macht die Stachelbombe. Das ist sehr schön, weil das rotzt nämlich die Mini-Viecher da weg. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Schabanz hier. Da sind die schon mal erledigt. Erst wenn er lila ist im Maul, dann macht er Technik. Jetzt macht er, glaube ich, dann Geschwindigkeit, ne? Du bist nicht empfindlich gegen Feuer, du eigentlich auch nicht. Wen mag ich denn lieber? Ja, die sind beide Dufte, komm. Ja, Dufte, ne? Das. Nee. Das meinte ich jetzt nicht. Dufte. Grün halt, ne? Grün ist die Farbe, hätte ich. Nein, was machst du denn? Warum denn? Komm nur. Es sei denn natürlich, der wusste was, was ich nicht weiß. Nee, komm, der macht. Ja, genau. Wunderschöne grüne Äuglein. Acht in der Zahl. So, Schwanz ist ab. Jetzt können wir schnell finishen. Liste abgehakt.
Schon wieder ein Stündchen rum, ohne es zu merken. Heide, nei. Hi, der Witzka. Alles klar, Partnerin. Prüfung bestanden. Gehen wir zu dieser Feline zurück und reiben sie unter die Fellnase. Oh ja, da. Ach, guck mal da, da war ja noch was zum Aufbrechen. Aufbröseln. Hallo? Kannst du mal? Kannst du mal? Und so. Nee. Speicher. Machen wir das beim nächsten Mal oder die Fellnase reiben.